Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal ein sehr spannendes Thema an. Du beginnst gerade mit dem Laufen und stellst dir die Frage, welches Tempo soll ich jetzt eigentlich laufen? Für Laufanfänger oftmals eine schwierige Frage und deshalb beschäftigen wir uns heute genau mit diesem Thema. Welche Geschwindigkeit soll man laufen? Also schauen wir, wie du dein optimales Lauftempo findest. Schauen wir uns jetzt einmal die Problematiken an, die es gibt und die Fallen, die sich aufmachen können, wenn du mit deinem Renntempo nicht optimal eingestimmt bist. Fangen wir mit dem ersten negativen Punkt an. Wenn du zum Beispiel zu schnell läufst, dann bist du schon bei deiner Hälfte komplett erschöpft. Es beginnt die Schnappatmung, du kannst nicht mehr gescheit laufen, die Motivation, die geht gegen den Erdkern, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Und so ist es einfach nicht mehr lustig, das Training bis zum Ende durchzubringen und das Tempo wird wahrscheinlich gegen Ende auch langsamer. Also heißt es für uns Läufer Folgendes. Eher am Anfang bewusst langsam beginnen. Das Ganze soll sich locker anfühlen und wenn ihr einen Laufpartner vielleicht mit habt, dann solltet ihr euch die ganze Zeit locker unterhalten können. Das heißt, die Atmung sollte nicht zu schwer sein und ein Gespräch untereinander sollte jederzeit möglich sein. Und wenn ihr eben alleine seid, dann bewusst langsam laufen am Anfang. Das Ganze soll Spaß machen und wenn ihr am Anfang eher in einem schnelleren Gehen seid, also noch nicht wirklich so im Laufschritt, ist es auch überhaupt kein Problem. Vielleicht eher am Anfang auch schnelleres Gehen mit langsamem Laufen abwechseln. Oftmals ergibt es sich, dass man eine Laufstrecke von A nach B legt. Das heißt, man läuft zum Beispiel direkt in die Arbeit, zu einem Familienfeier oder zu Freunden. Oftmals ist hier aber jedoch dann die Gefahr, dass die Strecken sehr, sehr lang werden und du Probleme bekommst, diese Strecken auch komplett in deinem konstanten Tempo durchzulaufen. Gegen Ende wirst du wieder erschöpft werden und vielleicht musst du sogar irgendwo abbrechen oder irgendwie viel, viel langsamer laufen. Das heißt also als Laufanfänger, wähl eher bewusst kleine Runden aus, wo du jederzeit aufhören kannst, wenn es zu anstrengend wird. Optimal eignen sich dafür irgendwelche kleinen Runden in einem Park oder einfach nur ein paar Mal im Kreis um den Häuserblock. So kannst du jederzeit, wenn es zu anstrengend wird, aufhören, weil das ist gerade am Anfang überhaupt kein Problem, weil da zahlt sich jede Minute aus, die du laufst und jede Minute, die du länger laufst als das letzte Mal, bringt dich schon wieder ein Stück weiter zu deinem Ziel, einmal wirklich länger und auch größere Distanzen zu laufen, wo du dann vielleicht wirklich von A nach B laufen kannst, weil du genau weißt, 10 Kilometer sind kein Problem mehr und du weißt, in welchem Tempo du diese Strecke absolvieren musst. Wenn du jetzt schon mehrere Wochen herumläufst und noch immer nicht dein optimales Tempo, wo du dich wohlfühlst, gefunden hast, dann ist ja wieder mal was schiefgegangen. Deshalb sollte es dann an der Zeit sein, schon mal herauszufinden, wo das richtige Tempo liegt und auf was man achten muss. Mach zum Beispiel in einer Woche 3 Läufe an 3 verschiedenen Tagen in verschiedenen Geschwindigkeiten mit einem Pulsmesser zum Beispiel, den du mit deiner Uhr verbindest und im Nachhinein vergleichst du dann deinen Puls mit dem Gefühl, welches du bei dem Lauf hattest und da, wo der Puls mit dem übereinstimmt, also da, wo er nicht so hoch ist. Wir haben schon einmal ein Video gemacht über Pulsbereiche, wo er vor allem in lockeren Läufen liegen soll, mit dem Gefühl, wo sich der Lauf für dich persönlich auch locker angefühlt hat, übereinstimmt. Diese Geschwindigkeit wählst du dann für deine Läufe und so solltest du die optimale Geschwindigkeit finden. Schaut euch einmal um und beobachtet andere Läufer. Hier haben wir Laufstile, die eigentlich von anderen Planeten sind. Eher schlecht, grausam, schauen ungesund aus und das wirkt sich natürlich auch negativ auf dein Laufgefühl und auch die Anstrengung und Energie, die du aufwenden musst, aus. Gerade langsame Läufe eignen sich optimal, um an der Lauftechnik zu arbeiten, weil man motorisch einfach nicht so viel auf die Geschwindigkeit achten muss. Das heißt, achte bei deinen langsamen Läufen einfach darauf, dass du kleine Schritte machst und nicht verkrampfst. Auch die Schultern sollten die ganze Zeit locker sein und nicht irgendwie angezogen und verkrampft. Die Arme sollten dabei locker neben dem Oberkörper schwingen, das heißt nicht einfach die Arme irgendwie runterhängen haben und auch der Blick sollte eher nach vorne gerichtet sein und nicht nach oben, nach unten oder seitlich. Und wenn du auf diese Punkte achtest, übst du deine Lauftechnik und wenn die in den langsamen Läufen sitzt, umso besser ist sie dann auch in schnelleren Geschwindigkeiten in der Zukunft, wo es dann eher anstrengend wird. Es gibt die Läufer, die sich eigentlich als Profis bezeichnen. Sie laufen 4-mal die Woche, immer konstant ihr Tempo und starten dann bei den Wettkämpfen. Und wundern sich, dass sie jedes Training und jeden Wettkampf eigentlich fast gleich schnell laufen und keine neuen Bestleistungen erzielen. Das sind dann die richtigen Sportler, oder? Eben nicht.
Weil sie machen eins falsch, dass sie immer in der gleichen Geschwindigkeit trainieren und meistens einfach in einer Geschwindigkeit, die zu schnell ist. Das heißt, der Körper ist immer überbeansprucht und dadurch entsteht keine Verbesserung, weil die Regenerationsläufe sozusagen fehlen. Das heißt, du musst im Tempo variieren, nicht jeden Lauf gleich schnell laufen, einmal ein bisschen langsamer, einmal ein bisschen schneller und einmal genau in der Mitte. Wenn du diese drei Läufe zum Beispiel in der Woche hast, dann hast du eine gute Abwechslung und nicht jeder Lauf muss genau gleich schnell sein. Das heißt, vergleich deine Läufe nicht zu sehr mit der von letzter Woche, weil auch der Körper sich jede Woche anders fühlt. Und wenn du letzte Woche 6,20 gelaufen bist und die Woche darauf 6,30, ist das überhaupt kein Problem, solange sich das Gefühl gleich anfühlt. Und soll ich die Länge variieren oder soll die Länge immer gleich bleiben? Also immer 50 Minuten oder wie schaut's da aus? Ja, auch die Länge kannst du jederzeit variieren, einmal 30 Minuten, einmal länger. Einfach schauen, dass es Spaß macht und du generell im Training immer eine Abwechslung hast. Hoffentlich habt ihr jetzt einen Einblick bekommen und findet bei der nächsten Gelegenheit euer richtiges Lauftempo und könnt so den bestmöglichen Fortschritt nach oben schaffen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben in dem ganzen Video eigentlich keine Zahlen gesagt, wo jetzt das wirkliche, wahre Lauftempo für euch liegt. Das heißt, ihr müsst wirklich auf euer Gefühl achten, weil es einfach für jede Person unterschiedlich ist, wo jetzt das richtige Lauftempo liegt. Für uns ist es anders als für dich und für deinen Nachbarn ist es wieder anders als für dich. Jede Person beginnt einfach woanders und jede Person hat andere Grundvoraussetzungen. Es soll einfach locker sein und Spaß machen. Auch zwischen uns beiden sind doch einige Sekunden Unterschied während unseren Dauerläufen. Aber du kannst zum Beispiel mit deinem Partner gemeinsam starten und nach der Hälfte trennt ihr euch. Der eher fortgeschritteneres Tempo läuft, der kann dann ein bisschen steigern, der andere läuft sein Tempo weiter. So kann man optimal Trainingspartner finden und hat immer Spaß. Und wie vorher schon erwähnt, wenn ihr zu zweit laufen geht, schaut drauf, dass ihr beide locker reden könnt, weil dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Lauftempo passt. Also, das Wichtigste ist wie immer Spaß haben und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.